Hallöchen und Servus, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu No Man's Aluminium. Nein, No Man's Sky natürlich. Aber wir brauchen Aluminium schon seit etlichen Folgen und irgendwie finden wir das nicht. Also ja, wir können es nicht kaufen. Nicht finden ist gelogen, ist ein bisschen falsch. Wir haben jetzt nicht megamäßig gesucht, aber habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, da jetzt jahrelang auf Planeten nach Aluminium zu suchen. Nickel haben wir ja gefunden, das ging ganz schnell. Haben wir genauso lange das Bedürfnis danach wie nach Aluminium. Und ja, Aluminium haben wir bis jetzt einfach nicht gefunden. Was aber echt scheiße ist, ist Omegon. Wir brauchen Omegon. Ich glaube gar nicht mal so extrem viel davon. Und Omegon ist etwas, was man, soweit ich gelesen habe, nur bekommt, indem man handelt in Raumstationen. Und hatten wir noch nicht. Ja, war noch nichts mit Omegon. Und das ist natürlich entsprechend doof. Schauen wir mal, ob das ein Batzen Berg Aluminium ist. Ich weiß nämlich nicht auswendig, wie Aluminium aussieht. Es ist Heridium. Na, wundervoll. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir Plutonium mitnehmen können. So. Ist das da vorne vielleicht ein Aluminium? Naja, das ist bestimmt auch Iridium, aber es leuchtet halt nicht so. Eisen, ne, vergiss es. Na, da gehen wir jetzt nicht hin, das ist zu weit weg. Das ist ein bisschen zu weit weg. Und das ist eh, das ist ziemlich sicher ein Iridium. So, das bisschen nehmen wir natürlich mit, weil wir immer wieder Plutonium brauchen für die Startdüsen. Da kriegen wir noch 43 unter. Tamium, nee, ach Gott, ja. Nimm's halt mit. Wie sitzt du auf diesem Planeten? Lebewesenmäßig, ja, habe ich gar nicht aufgepasst. Keine Lebewesen. Sehr schön. So ist das gut. Und was ist eigentlich? Und das ist, ja, ein bisschen giftig. Ein bisschen giftig, kein Problem. Wir haben echt keine freien Plätze mehr im Anzug im Inventar. Ja, das ist echt viel zu viel Zeug eigentlich. Viel zu viel Zeug. Und wir brauchen so viel Aluminium. Wir brauchen echt viel Aluminium eigentlich. Wir brauchen, glaube ich, 800, um diese Geschichte herzustellen. Oder? Was war das? Ja, 800. Haben wir nicht mal so viel Platz im Anzug im Moment, um das ganze Aluminium zu horten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie muss das funktionieren. Warum ist es so schwer, Aluminium? Aluminium. Flog das denn nicht sogar tatsächlich teilweise einfach so rum? In the Space? Oder? Ich glaube schon. Einfach so in the Space Aluminium. So, was haben wir hier? Ist das ein Klumpen Gold? Ich will kein Gold. Ich will Aluminium, man. Kein Gold. Das interessiert mich nicht. Und das? Bloß das wieder Heridium. Aber warum sollte das jetzt so rötlich sein? So, zeig mal an, was du bist. Ja, falsche Taste. Na, komm. Nickel. Na toll. Nickel, Mann. Nein, 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 nein. Wir wollen Aluminium. Aluminium. Ja, Gold. Boah, Observatorium-Dingens. Na, müssen wir nicht landen. Ja, oder? Ist das was Neues? Sieht ein bisschen abgefahren aus von den Dächern her. Wissensstein. Ein Berg. Plutonium, Iridium, noch so eine Station mit einem Aussichtsturm, neue Slotplätze für den Anzug. Ja, 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 ja. Aber Aluminium, nehmen wir Iridium, noch ein Iridium, ein Gold oder ein Emeril. Was auch immer. Da vorne noch ein Anzugplatz. Wissenstein.
Und hier, was bist du? Vermutlich Nickel oder so. Landen wir mal, schlagen wir mal schnell nach. Ah, Moment mal, da vorne Nickel, ja, Nickel. Da vorne waren so grüne, okay, solche grüne seid ihr. Solche grünen seid ihr. Das ist also einfach nur Eisen dann, oder? Oder, ja, einfach nur Eisen. Das wissen wir, das haben wir. Das schauen wir uns doch vorne noch an. Nicht, dass das jetzt einfach nur anders schimmert und dann ist es doch irgendwie kein Gold, sondern Aluminium. Wer verrückt. So wie dieser Kaktus da. Lässt du dich scannen? So. Von Yarosa Nismia Bordella. Nickel. So viel Nickel hier, ohne Scheiß, Mann. Aber kein Aluminium. Warum? Erklärt mir das bitte. Ich möchte bitte schön eine schlüssige argumentative Argumentationskette über die Gründe des nicht vorhandenen Seins von Aluminium auf Malarkara Omyoshe haben, ja. Eine Abhandlung, eine wissenschaftliche Abhandlung darüber, bitte. Und da gibt's Noten drauf. Ja, gibt's Noten drauf. Nicht genug Treibstoff. Gibt dir gleich. Nicht genug Treibstoff. So. Ab mit. Pep, haben wir gerade aufgeladen. So, nicht genug. Ja, hoch. Hoch nach oben in den Weltraum. So. Da war jetzt auch gar nicht irgendwie. Da stand doch jetzt diesmal aber echt nichts irgendwie von Atlas weiter folgen, oder? Oder täusche ich mich? Ich glaube, da stand nichts darüber da. Damium, nehmen wir Mist mit. Ja, nehmen wir Mist. So, und du bist ein Riesenbatzen Aluminium, natürlich. Mal, die glänzen so schön. Die könnten Aluminium sein, das ist natürlich alles nur Damium, wissen wir ja schon. So, und ihr seid Kupfer dann wahrscheinlich. So. Haben wir auch Iridium, ja. Brauchen wir auch nicht. Und das? Aluminium. Ja, Inventar voll. Also haben wir noch eine Schiffsinventarplätze. Ah, Moment mal, es kann auch kein. Es kann. Moment mal, ja, nee, wir wollen ja Stoßschiffsinventar. Komm, das Platin haben wir weg. Wir sind nur 24. Nee, was haben wir denn weg? Gold. Ja, Gold haben wir weg. Ausrangieren. So, zack. So, schauen wir mal, was das ist. Ja, Kupfer. Kannst du mich mal. So, das wird natürlich wieder Tamium sein. Ja, irgendwelche anderen Brocken sehen wir jetzt mal nicht. Es hat sich ausgebrockt. So, du bist noch ein großer. Zeig mal, was du bist. Helle Sonne habt ihr auf jeden Fall. So, komm. Ja, Iridium. Fix. Dann machen wir das halt voll. Aber wir brauchen Aluminium. Wir brauchen Aluminium und es ist kein Star. Weißt du was? Dann machen wir folgendes. Wir schauen uns unser Hyperantrieb an. 80% hauen wir eine Zelle rein. Zack, boom. Ja, ja, Supram-Scan, papalapap, wir fliegen zum nächsten Atlas. Den wir jetzt zufällig entdeckt haben, ja. Oh, da geht's mal ein Stückchen weiter, hm? So, zeig mal. Zeig mal. Hier, flieg mal. Ein Stückchen weiter. Und noch ein Stückchen. Und noch ein Stückchen. Wie weit schaffen wir es? Schaffen wir gleich den ganzen Weg wieder? Oder vielleicht nicht. Da geht's nicht. Da müssen wir einen Zwischenstart halt machen. Den, oh, schwarzes Loch da vorne. Also schwarze Loch werden wir uns auf jeden Fall, denke ich mal, das schwarze Loch. Ja, ja, super am Scan, papalapap. Ich bin erstmal weg mit Wop, 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 Wop. Und trinke mal wieder einen kleinen Schluck Kaffee. Ein Prosit, Freunde. Echter 100% Arabica. Ja, da sind wir auch schon.
da sind wir auch schon in der Euklid-Galaxie. Wir werden beschossen! Wir werden beschossen! Von irgendwelchen Mongos hier. So. Kampfschiff Mongo. So, Kampfschiff kaputt. Und das sind die anderen. Ich will hier nicht noch mehr Kampfschiffe sehen. Notfallsignal. 21 Stunden sind wir da. So, du bist ein Aluminium. Das rieche ich. Das bestimmt nicht. Damium, klar, was sonst. Ja, ja, komm, nee, nee, wir müssen dahin. Dreimal, 13, 12 Mal gewoppt? Ja, okay. Kann man schon mal machen. Egal. Egal, egal, egal. So, einmal. Was bist du? Kupfer oder sowas? Bist du Kupfer? Ja, Kupfer. Wir brauchen kein Kupfer. So, Notfallsignal. Und ab dafür mit. Impuls. So, müssen wir dem jetzt helfen oder was? Da müssten hier eigentlich feindliche Schiffe sein. Aber das sind alles. Alter Schwede, ja. Und jetzt? So. Verbleibende Kampfschiffe 21. Das kann doch nicht dein fucking Ernst sein, Mann. Mann, da sind wir ja ganz schnell weg, wenn die uns alle jetzt angreifen sollen. So, unser Schild nochmal schnell aufladen. Haben wir überhaupt irgendwas da zum Aufladen? Eisen. So. Nee. Kannst du vergessen, dass wir da irgendwas ausrichten können. Da sind wir gleich hin. Sind wir gleich tot. Jesus, Jesus, Jesus. Und das Schiff macht hier selber nichts, oder was? Hier, der Frachter, der muss doch selber auch mal ein bisschen fighten. Wow, 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 wow. Ja, ja, ja. 20 Schiffe, Mann. 20 Schiffe, ihr seid doch wahnsinnig, Mann. Was sollen wir das denn machen? Vor allem... Wir wissen doch ganz genau. Wir wissen doch ganz genau, wenn wir hier jetzt da nochmal. Junge, Junge, Junge. Wir wissen doch ganz genau, wenn wir jetzt anfangen, da 20 Schiffe zu klatschen. Gibt's ja erstmal gleich hier Dingenskirchen. Wächterparty. Was auch voll die Scheiße ist, natürlich. Oh. Oh, komm. Die machen wir auch noch weg. So. Na gut, wenn es so weitergeht, schaffen wir das vielleicht sogar noch, hä? Mit den. Wie Waffenladung aufgebraucht. Tatsächlich. Na, machen wir. Dann war schnell auf. Oh, Schild. Oh, oh, Titan. Also Schildaufladung. Die Elemente sind natürlich ziemlich kacke. Boah, ey, hör mal auf. Junge. Gold. Reisemeilenstein. Nee, 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 nee. Mal bloß auf, Mann. Damit. Mir wurscht. Ah, das Schild schon wieder. Na, da sind wir gleich hinüber. Da können wir nichts mehr machen. So, nochmal. Ei, nein, jetzt gerade. Nein, 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 nein. Na gut, nee, da brauchen wir nicht hin. Das ist zu doof. Tut durch Laser, ja, ja. Ja, ja, schon gut. Das ist schon gut. Da steigen wir mal schön ein, holen uns mal das Zeug vom Grab und tschüss. Naja, Reisemeilenstein 10-mal gestorben oder was? Ja, Raumschiffe zerstört 20. 20. Wo ist unser Grab? Wo ist unser Grab? Huh? Wo ist der Grab?
Da ist sie. So, und da warten bestimmt auch Tausende von Raumschiffen auf uns. So, Wiederherstellung des verlorenen Inventars. Sehr gut. Und wir fliegen jetzt wieder zurück in diese Raumstation. Schauen uns an, ob die vielleicht Aluminium verticken oder sonst irgendwas. Omegon vielleicht. Vorzugsweise tatsächlich Omegon. Wobei ich auch wirklich nicht mehr die geringste Ahnung habe, was wir mit diesem Omegon anstellen wollten. Weiß ich wirklich nicht mehr. Kein bisschenchenchen. Nicht auch nur das geringste wenig an bisschen Ahnung davon, was wir mit dem Omegon anfangen wollen. Nichts. Aber auch rein gar nichts. Du bist ein Vegan. Das erkenne ich direkt an deiner hässlichen Fresse. So. Ja. Hm. Hi, Vollstrecker. Was hast du zu erzählen? Ich habe 800 Aluminium für dich. Möchtest du es haben? Ich schenke es dir auch. Eine Waffe hab erbärmlich. Ja, du hast eine erbärmliche Scheißwaffe. Dom ehrenhafter Vykin, ersetzen Urk. Der Krieger sieht mich mit Feuer in seinen Augen an. Diese Spezies ist eindeutig aggressiv und ich bezweifle, dass ich willkommen bin. Und doch verbeugt sich die Lebensform zu einer Begrüßung. Das Gebieten wohl Tradition und Ehre. Ich empfinde keine unmittelbare Gefahr und bin kurz davor, wieder zu gehen, als die Kreatur auf mein Multi-Werkzeug deutet. Sie bellt besorgt und deutet mit einer Geste an, dass ich sie ihr übergeben soll. Ersetzen. Übergeben. Nicht zufrieden und bietet mir ein verbessertes Ersatz-Multi-Werkzeug an. Neues Multi-Werkzeug hat 11. Das vergleichen wir erstmal. Aktuelles hat 12. Ablehnen. Du kannst mich mal. Verbessert. Verbessert, sagt er da. Nee. Omegon und Aluminium. Omegon und Aluminium. Natürlich nicht, aber Terruman und Babalabab, was noch. So. Die kann ich echt verkaufen erstmal. Das bisschen da. Also außerdem können wir die eh selber herstellen. Aus, keine Ahnung, fucking Kohlenstoff oder sowas. Auf jeden Fall braucht man da nicht viel dafür. So. Ihr seid alles Lappen hier, Mann. Kann doch echt nicht wahr sein. Ich will Omegon. Keiner da. Wir sind ja so am Arsch der Welt, ja. Das ist eine völlig... Das ist ein... No Man's System hier. Da ist nichts. Nichts. Ein Land voller Lappen. So. Sollen wir auf dem landen? Wann sind wir denn da? Ah ja, die 3 Sekunden, die tun wir uns mal an. Schauen wir mal. Lava-Planet. Oder einfach nur rot. Schauen wir mal. Aber vielleicht, ja, wo Lava und Hitze sind, vielleicht ja gar nicht so weit weg von Metallen. Und vielleicht haben wir da Glück mit Aluminium. So, die Station haben wir gleich gesehen, von oben. Brauchen wir nicht. Ist das eine Ressource oder ist das nur... Ich glaube, das ist nur ein Berg, ne? Soweit ist nur ein Berg. Soweit hier, das ist eine Ressource. Was für eine. So. Was gibt es hier? Nukleare Emissionen. Flora und Fauna vorhanden. Hallo, Herr Blob. Die scannen wir mal schön durch. Du scheues Tier. Geht hier. Ja, was bist du? Komm. Ja, jetzt komm. Zeig mir erstmal an. Geh mal weg. Nichts. Okay, das zeigt nichts, weil das nichts ist. Ich verstehe. Nun gut. Ja. 9,3 Rad. Das ist Feridium. Viel zu viel Feridium.
Viel zu viel Iridium, viel zu wenig Aluminium. Vorne unten ist Iridium. Da sind Furzgasminen, okay. Dann noch ein Blob, hüpft noch ein Blob rum, Wissenstein, Höhle. Men. Aluminium braucht die Welt. So, und diese schwebenden Dinger werden wohl kaum Aluminium sein. Und wenn doch, dann fress ich einen Besen. Da landen wir erstmal. Kupfer. Ohne Scheiß, Mann. Kupfer. Boah, nee, echt. Muss ich jetzt mal. Ich hatte plötzlich ein Jucken und Kitzeln in der Nase. Und war sehr kurz davor. Kalium. So kann Kalium also auch noch aussehen. Kalium hat also verschiedene Formen, ja. Gut zu wissen. Gut zu wissen, trotzdem hätte ich echt kein Problem damit, wenn wir mal ein bisschen Omegon kriegen würden. Oder Aluminium, das Aluminium ist Gold. Oh, Jesus, Leute. Echt mal. So, da haben wir Plutonium und Gold. Gold, Mann, echt. Was sind diese grünen Ausrufezeichen? Die sind neu. Die sind auf jeden Fall neu. Für mich jetzt. Also vielleicht haben wir die schon mal gesehen. Mir sind sie jetzt gerade neu. Ich erinnere mich zumindest nicht dran, die schon mal gesehen zu haben. So. So, schauen wir. Was sind diese Ausrufezeichen? Naja, müssen wir eigentlich mitnehmen. Zink müssen wir eigentlich echt mitnehmen. Und ich hätte gern. Oh, was bist du? Ah, war einfach nur eine Höhle. Was sind diese Ausrufe? Ah ja, das Kalium. Okay. So, und jetzt ist Omegon draus geworden, oder? Nein. Verdammt. Ja, aber Kalium, Mann, hey, echt. Echt nicht. Brauchen wir nicht. So, da vorne haben wir noch ein Zink um die Ecke. Das können wir theoretisch mitnehmen. Und machen wir auch. So, wo ist Schiff? Schiff da. Das ist Platin. Ja, Platin brauchen wir nicht. Platin könnt ihr behalten. Da vorne ist noch ein Blob. Noch ein zweiter Blob. Uhuhu. Oh, ein Atomsturm. Oh, 30 Rad. Eieieiei. Ja, da steigen wir gleich mal ins Raumschiff. Jesus. So. Storm Extreme. Ah ja, 6 Tierchen sind hier drauf auf dem Teil. Na gut. Ja, 150.000 Units. Ja, komm, das ist ja unwichtig. Unwichtig, Leute, unwichtig. Wir steigen erstmal aus, nur um zu speichern. Und, wo bist du? Oh Gott, hier. Und steigen gleich wieder ein, um uns zu schützen. Und ich sage mal Tschüss, bis morgen zur nächsten Folge von No Man's Aluminium. Und vielleicht haben wir ja nächstes Mal Glück, aber wir werden erstmal zum nächsten Atlas fliegen. Da, so schaut es nämlich aus. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, da ewig lang nach Aluminium zu suchen. Das wird uns schon über den Weg laufen. So, hier oder später irgendwo. Tschüss, ciao, servus und bis morgen dann.